Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einem Vortrag über Samsara. Was bedeutet Samsara? Es kommt aus dem Sanskrit und bedeutet beständiges Wandern und beschreibt das Rad der Wiedergeburten. Wir haben hier ein Abbild eines solchen Rades. Wir werden es etwas genauer noch betrachten, denn aus der Entfernung sieht man leider keine Details, aber das, wie gesagt, später. Samsara ist die Bezeichnung für den immerwährenden Zyklus des Seins, den Kreislauf von Werden und Vergehen im Kreislauf der Wiedergeburten. Und dieser Kreislauf, dieser ewige Kreislauf, wird in den östlichen Religionen, also im Hinduismus, im Buddhismus und Jainismus, als leidvoll gewertet. Der Ausbruch aus diesem unheilvollen Kreislauf geschieht auf dem Wege des Loslassens von allen Bindungen, Begierden und von allen Wunschvorstellungen, aber auch durch Erkenntnis. Erreicht wird der Zustand der Erlöstheit oder der Glückseligkeit, den die Hindus Moksha nennen und die Buddhisten im Nirvana. Das Wort Nidana heißt wörtlich Strick oder Schlinge, wo wir schon eine genaue Verbindung haben. Das, was uns bindet, was uns wie eine Schlinge fesselt. Diese Nidanas, das sind die 12-gliedrigen Bilder des bedingten Entstehens, hier in dem Bilde, in diesem Kreislauf dargestellt. Wie gesagt, wir schauen uns das gleich genauer an. Diese 12 Glieder sind nach der buddhistischen Lehre auch die 12 Karma-Kräfte, die den Menschen immer wieder zu einer neuen Geburt ins physische Dasein herabziehen. Sie werden im 4. und äußersten Kreis dieses Bildes dargestellt. Im ersten Teil dieses Vortrages möchte ich diese 12 Karma-Kräfte anhand dieser Bilder des Lebensrades, aber auch anhand von literarischen Texten und Zitaten aus Ost und West erläutern. Und im zweiten Teil werde ich auf die Frage eingehen, wie kann der Mensch herauskommen aus diesem Kreislauf des ewigen Werdens und Entstehens. Zunächst aber eben zu den einzelnen Bildern, beginnend im Urkreislauf mit dem Bild hier auf 1 Uhr dargestellt. Wir wollen uns ja in diesem Vortrag mit den 12 Karma-Kräften, den sogenannten Nidanas, beschäftigen. Zum Verständnis kurz zum Aufbau der Bilder dieses Lebensrades. Da ist im Zentrum, also um die Narbe sozusagen, da sind die Triebkräfte des Rades dargestellt, die 3 Geistesgifte, Gier, Hass und Verblendung, als Schwein, Schlange und Hahn. Das Schwein symbolisiert die Unwissenheit, die Schlange den Hass und der Hahn die Gier.
Daran anschließend ist das Resultat von Handlungen basierend auf den Geistesgiften als absteigender Weg schwarz und aufsteigender Weg weiß dargestellt. Diese Wege führen auf der nächsten Ebene in die sechs möglichen Daseinsbereiche. Also weiß von oben nach unten Götter, Devas oder Suras und Menschen. Und schwarz von oben nach unten Tiere, hungrige Geister, die Pretas und Höllenwesen. Dabei nimmt das Ausmaß des Leidens von Götterbereich abwärts kontinuierlich zu, bis zu den extremen Leidenserfahrungen und den verschiedenen Höllenbereichen, also kalte, heiße und große Hölle. Die menschliche Daseinsform eignet sich am besten, um Nirvana zu erreichen, da man als Mensch weder übermäßig Leid noch übermäßig Glück erfährt. Bei einer Daseinsform als Gott ist das Glücksempfinden so stark, dass man keinen Grund sehen wird, aus dieser Existenz in Samsara auszubrechen. Bei einer Daseinsform als Tier hat man nicht den nötigen Verstand, um aus Samsara auszubrechen. Und bei einer Daseinsform als hungriger Geist oder Höllenwesen hat man aufgrund des überwiegenden Leidens nur schwer die Möglichkeit dazu. Die 12 Glieder des abhängigen Entstehens, also die Nidadas, sind zu verstehen als ein Kreislauf oder als eine Spirale, die aufwärts führen kann, das ist der weiße Weg, zur Erlösung oder Befreiung, oder abwärts als dunkler Weg hin zu fortdauernder Verstrickung in die Welt der vergänglichen Dinge. Nidanas heißt ja wörtlich die Stricke, die Schlinge. Wenn wir den Bildern des äußeren Kreises folgen, dann beginnen wir mit dem Bild, was entsprechend bei einer Uhr auf 1 Uhr steht. Was haben wir dort? Ein blinder Mann oder Frau geht gebeugt und lässt sein Haus hinter sich. Also entfernt sich von der gewohnten, sicheren Umgebung, verlässt die Heimat. Diese erste der Karma-Kräfte ist Avidya genannt, die Unwissenheit. Es ist das, was uns in das physische Dasein wieder hereinzieht, weil wir erst dann unsere Mission auf der Erde erfüllt haben, wenn wir alles notwendige Wissen herausgezogen haben, um eben diese Mission, unsere individuelle, zu erfüllen. Unwissenheit ist eine Nacht ohne Sterne und Mond, sagt ein altes Sprichwort. Und wo wahre Liebe und Weisheit ist, da ist nicht Furcht noch Unwissenheit. Das war ein Ausspruch von Franz von Assisi. Wo wahre Liebe und Weisheit ist, da ist nicht Furcht und Unwissenheit. Und der chinesische Weise Lao Tse sagte schon im 6. Jahrhundert vor Christus: Wissen, dass man nichts weiß, ist wahre Weisheit. Nicht Wissen für Wissen achten, ist Leid. Und ein sehr treffendes Zitat gibt es auch von Theodor Körner, dem früh verstorbenen Freiheitsdichter, deutschen Freiheitsdichter, 1791 bis 1813, wenn er sagt: Unwissenheit war von jeher und ist noch die Quelle aller Barbarei. Nicht bloß der Menschen gegen Menschen, Rassen und Völker, sondern auch gegen jedes andere Dasein in Natur, Kunst und Leben. Sehr treffend für unsere heutige Zeit. Das zweite Bild. Ein Mann oder Frau baut und kreiert verschiedene Töpferwaren. Die Töpferwaren stehen für physische, aber auch für geistige Tätigkeiten. Wir haben etwas selbst gemacht und dadurch wird es Teil unseres Wesens, unserer Organisation.
Urheber und das Werk ziehen sich gegenseitig an. Und diese Bindung zieht den Menschen zurück in den Kreislauf des Lebens. Das eine ist der Gottheit selbst verwehrt, das, was getan ist, ungeschehen zu machen, sagte der griechische Tragödiendichter Agathon von Athen. Und von Buddha gibt es den Ausspruch, nicht wie der Nächste geirrt oder was er versäumt hat, betrachte. Schaue auf dich und sieh, was du selbst getan und versäumt hast. Das ist Sanskara, die Aktivität. Das Getane wird Teil meiner selbst. Und diese Bindung zieht den Menschen wieder zurück in den Kreislauf des Lebens. Das dritte Bild, Vijnana, Bewusstsein oder Wissen. Ganz allgemein meint Vijnana das relative, auf die Welt bezogene Wissen, welches durch die geistige Aktivität des Bewusstseins entsteht. Vijnana ist also das Bewusstsein sozusagen des unerleuchteten Menschen. Daher ist es ein dualistisches oder gebrochenes Bewusstsein. Das Wissen von den Dingen ist eine neue Kraft, die den Menschen an das bindet, was hier ist. Und diese Kraft heißt Vijnana. Das Bild zeigt ein Wesen, hier menschenähnlich, in manchen Abbildungen wird auch ein Affe dargestellt. Also ein Wesen, das in starker dynamischer Bewegung ist. Es symbolisiert das aktive Bewusstsein, das instinktiv getrieben ist und immer neue Gelegenheiten sucht, an denen es etwas erfahren kann. Es ist aber mehr ein Automatismus, ein Erfasstwerden vom Lebensstrom der Welt. Man könnte auch sagen, das Bewusstsein ist gefangen in seiner Matrix. Sehr treffend auch in einem kleinen Gedicht von Richard Demel dargestellt, wo er fragt, und wir? Vom Felsen her zum grünen Holze, vom grünen Holze hin zum Hügel, eilt, Vögelchen, dein freier Flügel, Ziel nicht, Weg nicht, ist dir bekannt. Und wir? Wir Menschen mit unserem Stolze? Wie Räder um eiserne Zapfen schwirren, im ewig gleichen Kreis wir irren, immer getrieben, immer gebannt. Das ist ein treffendes Bild für Vijnana, wie Räder um eiserne Zapfen schwirren, in ewig gleichem Kreis wir irren. Das vierte Bild, Nama Rupa, Namen und Form. Als viertes tritt nun das auf, was dem Bewusstsein von außen entgegentritt. Dies war ohne sein früheres Dasein da, schließt sich aber erst auf, nachdem des Menschen Bewusstsein es in sich aufnimmt. Hier entsteht also die Trennung von Subjekt und Objekt oder, wie im Sanskrit gesagt wird, die Trennung von Name und Form, Nama Rupa. Wir haben hier im Sanskrit und im Deutschen ein ähnliches Wort. Nama, Name. Der Mensch ist beim äußeren Objekt angelangt und das zieht ihn zum Beispiel durch Erinnerung wieder zurück in eine Inkarnation. Im Bild hier sind es zwei Wesen in einem Boot. Das Wasser steht immer für den Lebensstrom. Der Mensch bewegt sich mit den Dingen der Welt, das ist das Boot, und gibt diesen Dingen, den Formen, also Rupa, Namen und Sinn. Dazu ein kleiner Vers von Rainer Maria Rilke, wenn er sagt, oft wenn ich dich in Sinnen sehe, verteilt sich deine Allgestalt. Du gehst wie lauter lichte Rehe und ich bin dunkel und bin Wald. Du bist ein Rad, an dem ich stehe. Von deinen vielen dunklen Achsen wird immer wieder eine schwer.
und dreht sich näher zu mir her, und meine willigen Werke wachsen von Wiederkehr zu Wiederkehr. Und ein ähnlich passendes Bild gibt es von Wolfgang von Goethe aus dem Faust, wo Lynkhäus der Türmer sein Lied anhebt, wo es heißt: Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt, dem Turme geschworen, gefällt mir die Welt. Ich blick in die Ferne, ich seh in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh. So seh ich in allen die ewige Zier, und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir. Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei, wie es wolle, es war doch so schön. Und diese Verbindung mit den äußeren Objekten, das ist das, was den Menschen wieder in die Inkarnation zurückzieht. Das fünfte Bild, genannt Shadayadana, das sind die sechs Sinnestore: Augen sehen, hören, Nase riechen, Zunge schmecken, Körper tasten oder fühlen und Geist denken. Es ist alles das, was der Verstand aus den Dingen macht. Im Bild ist es hier ein Haus, aber bei dem Haus sind die Türen zu. Es wohnt kein Ich, kein Selbst in dem Haus. Somit ist es mehr ein Bild für das Körperhaus. Und das, was wir durch die Sinne in uns hereinlassen, bewirkt in gewisser Weise eine Anhaftung an die Welt. Es wird eine Schlinge, Nidana, gebildet, die uns an das Irdische fesselt. Die Sinne üben in unterschiedlicher Art und Weise Macht aus. Sehr stark, besonders in der gegenwärtigen Zeit, wirkt der Sehsinn. Das in einem Vers von Goethe auch sehr schön dargestellt ist, wenn er sagt: Dummes Zeug kann man viel reden, kann es auch schreiben, wird weder Leib noch Seele töten. Es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt hat ein magisches Recht, weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Hier haben wir also auch das Bild des Fesselns, weil es die Sinne gefesselt hält. Nidana, die Schlinge. Sechstes Bild. Nun geht es noch weiter herunter in das Irdische. Wer am Objekt hängt, steht auf der Stufe von Namarupa. Wer sich Bilder macht, auf der Stufe von Shadayadana. Wer aber unterscheidet zwischen sympathischen, dem Angenehmen und Unsympathischen, dem Unangenehmen, der wird zu dem Schönen natürlich lieber kommen als zu dem Unschönen. Dies nennt man die Berührung mit dem Dasein, Sparsha. Im Bild ist es ein Liebespaar in enger Umarmung. Im weitesten Sinn ist es aber auch alles, was wir sinnlich und geistig berühren. Alles, womit wir in Berührung kommen oder kommunizieren. Aus der Bhagavad Gita gibt es den Spruch: Alle Freuden, welche aus der Berührung mit der Welt entspringen, die sind eine Quelle der Leiden. Sie haben einen Anfang und ein Ende. Hierzu habe ich von Hermann Hesse ein sehr schönes Zitat gefunden, was diese Berührung sehr gut ausdrückt, die Berührung mit der Welt durch das Fühlen. Der Mensch, sagt er, so wie in Gott gedacht und wie die Dichtung und Weisheit der Völker ihn über tausende Jahre hinweg verstanden hat, ist geschaffen mit einer Fähigkeit, sich zu freuen an Dingen, auch wenn sie ihm nichts nützen, mit einem Organ für das Schöne, an der Freude des Menschen
am Schönen haben stets Geist und Sinne in gleichem Maße teil. Und solange Menschen fähig sind, sich mitten in den Drangsalen ihres Lebens der schönen Dinge zu freuen, solange wird der Mensch seinem Dasein immer wieder Sinn zuschreiben können. Denn der Sinn ist eben die Fähigkeit des Geistes, den Wirrwarr der Welt als Einheit und Harmonie zu ahnen. Das siebte Bild. Etwas anderes als diese Berührung mit der Außenwelt ist aber noch das, was sich dabei im Inneren regt, als das innere Gefühl. Jetzt trete ich selbst in Aktion, verbinde mein Gefühl mit der einen oder anderen Sache. Das ist ein neues Element. Es zieht den Menschen weiter hinein und man nennt es Vedana, das Gefühl. Das Bild im Rad des Lebens zeigt einen Laufenden, einen Eilenden. Er eilt sozusagen von Gefühl zu Gefühl, von einem Genuss zum anderen. Im Bild sehen wir aber auch, dass er einen Pfeil im Auge hat. Das heißt, sein Sehen ist eingeschränkt. Man könnte auch sagen, nicht Liebe, sondern Triebe macht blind. Liebe macht nämlich eher sehend. Hierzu ein Ausschnitt aus einem Gedicht von Franz Grillparzer, der dieses Verblendetsein sehr treffend ausdrückt. Wie viel weißt du, o Mensch, der Schöpfung König, der du was sehbar siehst, was messbar misst? Wie viel weißt du und wieder ach wie wenig, weil was erscheint doch nur ein Äußeres ist? Und steigst du in die Tiefen der Gedanken, wie findest du den Rückweg in die Welt? Du armer König, dessen Reiche schwanken, der eine Krone trägt, allein kein Zepter trägt. Das ist das siebte Bild, Vedana, das Gefühl. Das achte Bild, Trishna, Durst nach Dasein. Durch Vedana entsteht wiederum etwas ganz Neues, nämlich der Durst nach Dasein. Die Kräfte, die den Menschen ins Dasein zurückziehen, erwachen immer mehr und mehr in ihm selbst. Die oberen Kräfte zwingen mehr oder weniger alle Menschen. Sie sind nicht individuell. Zuletzt aber kommen ganz persönliche Kräfte, die ihn wieder in das Irdische hineinziehen. Das ist das achte, Trishna, Durst nach Dasein. Im Bild des Lebensrades ein Mann oder eine Frau, die etwas Trinkbares in ein Gefäß einfüllt. Ein deutliches Bild für diesen Durst nach Dasein. Sehr schön ausgedrückt in einem Vers aus dem Faust von Goethe, wo es heißt, du bist dir nur des einen Triebs bewusst. O lerne nie den anderen kennen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. Das ist diese Kraft, die Goethe derbe Liebeslust nennen, der Durst nach Dasein. In einem späteren Teil sagt Faust von sich selber, es facht in meiner Brust ein wildes Feuer nach jenem schönen Bild geschäftig an, so taumlich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmachtig nach Begierde. Das ist Trishna, Durst nach Dasein. Das neunte Bild, Upadana, Behagen im Dasein. Noch subjektiver als der Durst nach Dasein ist etwas, das man nennt Upadana, Behagen im Dasein.
Bei Upadana hat der Mensch etwas mit dem Tier gemeinsam. Er empfindet es nur etwas geistiger und die Aufgabe des Menschen ist es, dieses grobe Seelenelement zu vergeistigen. Im Bild des Lebensrades ist es der Mensch, der nach Früchten greift, heißt nach Wünschen greift. Jedes Wünschen, ja eigentlich jede Handlung hat Karma zufolge. Nicht nur das Verlangen nach materiellen Dingen, sondern auch dasjenige nach Selbstverwirklichung. Das Behagen im Dasein ist nicht vereinbar mit dem wirklichen Freisein. Das wird auch treffend ausgedrückt in einem Vers von Wilhelm Busch, betitelt mit Der Knoten. Als ich in den Jugendtagen noch ohne Grübelei, da meinte ich mit Behagen, mein Denken wäre frei. Seitdem habe ich die Stirne oft auf die Hand gestützt und fand, dass im Gehirne ein harter Knoten sitzt. Mein Stolz, der wurde kleiner, ich merkte mit Verdruss, es kann doch unser einer nur denken, wie er muss. Es ist Upadana, Behagen im Dasein. Das 10. Bild, Bhava, Geburt zum individuellen Dasein. Dann kommt das individuelle Dasein selbst, die ganze frühere Inkarnation, eben genannt im Sanskrit Bhava, das individuelle Dasein, die Kraft der ganzen Totalität der vorherigen Inkarnation. Und diese vorherige Inkarnation zieht den Menschen wieder hinein in das Dasein. Hier im Bild dargestellt eine schwangere Frau, das sich Entwickelnde, das zu Geburt drängt, drückt sich hier aus. An unser früheres Leben können wir uns deswegen nicht erinnern, weil Erinnerung eine Eigenschaft nur dieses Lebens ist, sagte Leo Tolstoi. Und sehr bemerkenswert und auch in gewisser Weise humorvoll ist die selbst verfasste Grabinschrift von Benjamin Franklin, wo er sagt, hier ruht der Leib Benjamin Franklins, Buchdrucker, gleich dem Einband eines alten Buches, dessen Inhalt herausgenommen ist als Speise für die Würmer. Doch das Werk selbst wird nicht verloren gehen, sondern dereinst wieder erscheinen in einer neuen und schöneren Ausgabe, durchgesehen und verbessert vom Verfasser. Das 11. Bild, Jati, was vor der Geburt zu Geburt gedrängt hat. Damit haben wir eigentlich die Stufen der Nidanas bis zu der Stufe der individuellen Geburt zurückgeführt. Man unterscheidet nur noch zwei Stufen, die über die Zeit des individuellen Daseins hinausgehen. Es gibt ein Vorstadium, das zur Geburt gedrängt hat, bevor der Mensch jemals inkarniert war. Und das nennt man Jati oder Jati, was vor der Geburt eben hin zur Geburt gedrängt hat. Es ist nicht nur die Geburt, sondern auch das, wo man hineingeboren wird. Nach der hinduistischen Lehre auch die Kaste, in die man hereinkommt. Im Bild des Lebensrades ist ein Mann oder Frau, die auf einem Ruhelager liegt und sich gleichsam von oben herabschauend den künftigen Ort des Wirkens aussucht. Dazu gibt es aus der Rigveda einen schönen Vers, wo es heißt, es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben. Es gibt noch so viele Leben, die noch zu leben sind. Und von dem amerikanischen Dichter Ralph Waldo Emerson gibt es das schöne Zitat, mir erscheinen die verschiedenen Lebensläufe eines Menschen wie einzelne Treppenstufen, die ihn seinem Ziele zu aufwärts führen.
Das Schwere, das Irdische, das Materielle muss von uns abfallen, damit wir unser eigentliches Wesen ausleben können. Da die Seele oft geboren wird, gibt es nichts, was sie nicht schon erfahren hat. Es war mir, als ob ich das Buch, er meint da mit ein Buch des Philosophen Montaigne, es war mir, als ob ich das Buch in einem früheren Leben selbst geschrieben hätte. Und in einem wunderbaren Bild, das wir kennen von Goethe, über das Wasser des Menschen Seele gleich dem Wasser, vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Das 12. Bild, Jaramarana, was von dem Erdendasein befreit. Das ist nämlich Alter und Tod, Schmerz und Klagen, aber auch Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Mit dem in die Geburt gedrängt werden, ist nämlich zugleich etwas anderes verbunden, denn tatsächlich wird uns mit der Geburt schon der Keim des Verfalls mitgegeben. Das Streben, aus der individuellen Geburt wieder herauszukommen. Wir sind interessiert daran, dass dieses unser Erdendasein wieder zerfällt und wir befreit werden, alt werden und sterben können. Jaramarana. Das sind die 12 Nidanas, die wie Stricke wirken und uns immer wieder ins Dasein zurückziehen. Im Rad des Lebens sehen wir einen Leichenträger, der auf seinem Rücken also eine Leiche trägt. Eine weitere liegt am Boden, auch eine Art Gerippe. Und Tiere, die darauf warten, das Vergängliche, das Verwesende zu vertilgen. Alter, Krankheit und Tod werden hier anschaulich dargestellt. Und der ewige Kreislauf beginnt wieder von Neuem. Wie Novalis es sagte, wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er Geist. Oder aus einem Goethe-Gedicht, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Sören Kierkegaard meinte einmal treffend, wir können das Leben nur rückwärts verstehen, aber leben müssen wir es vorwärts. Und so können wir den ganzen Kreislauf des bedingten Entstehens erklären. Aus Nichtwissen entstehen Geistesregungen, aus Geistesregungen Bewusstsein, aus Bewusstsein Name und Form, aus Name und Form der sechsfache Sinnesbereich. Daraus die Berührung, aus der Berührung die Empfindung, aus der Empfindung der Durst nach Dasein, aus dem Durst das Anhaften oder Ergreifen, daraus das Entstehen, aus dem Entstehen die Geburt und aus der Geburt Alter, Krankheit und Tod. Und wie verhält es sich mit dem Herauskommen aus diesem Kreislauf des Leidens? Buddha selbst gibt die Antwort darauf, wenn er sagt, durch das gänzliche Aufhören und Verschwinden des Nichtwissens hören die Geistesregungen auf, durch deren Aufhören hört das Bewusstsein auf und so weiter. Diese Hinweise befriedigen uns heute nicht mehr ganz und auch ohne alle buddhistischen Strömungen zu kennen, kann man doch sagen, dass viele dieser Strömungen darauf auch keine befriedigende Antwort geben. Es braucht tatsächlich eine gute und ausgeglichene Mischung aus Verzicht einerseits und Ergreifen, Aktivität andererseits. Und vielleicht braucht es auch etwas von dem, was man mit einem von Vorurteilen befreiten Ausdruck Gottes Segen oder Gnade nennen kann.
Große und wunderbare Worte, Gedichte und Texte großer Denker und Dichter, die dieses sich herausheben aus dem Kreislauf der Karmakräfte aufzeigen, will ich exemplarisch und aphoristisch vortragen. An erster Stelle möchte ich den sogenannten erhabenen Gesang, die Bhagavad Gita, nennen, von der Wilhelm von Humboldt sagte: Ich danke Gott, dass er mich hat so lange leben lassen, um dieses Buch kennenzulernen, das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben. Nach Europa kam die Bhagavad Gita erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die erste deutsche Ausgabe erschien 1834. Durch Wilhelm von Humboldt, durch Schelling, Schopenhauer und vielen anderen Philosophen war die Wirkung dieses Werkes, das auch das Hohe Lied der Tat genannt wurde, enorm. Dieser erhabene Gesang entstand in einer Zeit, in der die Religion noch Leben war und Leben noch Religion war. Krishna, der göttliche Lehrer des Arjuna, in diesem Werk sagt unter anderem folgende, vor allem auch für die heutige Zeit so bedeutende Worte: Immer dann, wenn das Licht der Wahrheit in der Menschheit zu erlöschen droht und das Böse sich wuchernd erhebt, erscheine ich unter Menschen, um den Lichtsuchern beizustehen, das Gute zu mehren und das Weltentwicklungswerk auf einer höheren Stufe fortzusetzen und zu erneuern. Die Bhagavad Gita entstand ja nach mündlichen Überlieferungen, wurde sie dann schriftlich festgehalten, im ersten Jahrtausend, also etwa 800 bis 500 vor unserer Zeitrechnung. Was die Bhagavad Gita fordert, wenn man es so sagen kann, ist bedingungsloses, uneingeschränktes Vertrauen zum göttlichen Selbst in uns. Tatvam Asi, dies, das Göttliche ist dein eigenes Selbst, du bist es selbst. Die beherrschende Stellung in der Bhagavad Gita hat das Karma Yoga, die vor jedem Menschen stehende Aufgabe der Selbstbefreiung durch rechtes Tun. Leben heißt in diesem Sinne wirken. Also Leben heißt in diesem Sinne das Wirken. Der Repräsentant des menschlichen Strebens, der westlichen Literatur, Faust, sagt: Derweil ich bin, muss ich auch tätig sein. Also das Sein verbindet er unmittelbar mit dem Tätigsein. Die Bhagavad Gita sagt, dass der Mensch keinen Augenblick bestehen könne, ohne irgendein Werk zu vollführen, weshalb es gelte, in Erkenntnis dieser Wahrheit sich zu bedingungsloser Pflichterfüllung zu erziehen. Dass dies sich auch auf innere Tätigkeiten bezieht, zeigt eine Aussage des großen Mystikers Meister Eckhart. Er sagt: Selbst wenn der Mensch sich der Meditation, der Innenschau hingibt, kann er es schon wegen der dabei in ihm offenbar werdenden inneren Fülle gar nicht unterlassen, diese Fülle auch auszuströmen und sie im tätigen Leben zu offenbaren. Nach Erkenntnis und Wahrheit streben ist ein immerwährendes Lernen und, wie eine chinesische Weisheit schon sagte, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück. Bei Goethe, der selbst die Bhagavad Gita nicht kannte, finden wir sowohl in der Faustdichtung als auch in zahllosen Gedichten und Aphorismen Aussagen, die diese Haltung der Bhagavad Gita zum Ausdruck bringt. Denn er sagt: Die Tätigkeit ist's, die den Menschen glücklich macht, die, stets das Gute schaffend, bald ein Übel selbst durch göttlich wirkende Macht ins Gute kehrt. Und mit den Worten der Bhagavad Gita gesagt: Je häufiger der Mensch seine innere Kraft bewusst einsetzt, um eine Schwierigkeit zu meistern,
Desto mächtiger wird seine Kraft, desto leichter überwindet er künftige Schwierigkeiten, die keinem in der Schule des Lebens erspart bleiben, solange er nicht ihr hohes Ziel erreicht hat, die seelische Reife, die Selbstverwirklichung und Gottes Vereinigung. Der schon zitierte Wilhelm von Humboldt entnahm der Gita auch eine sehr befreiende Erkenntnis, nämlich, wenn man gar nicht an Glück und Unglück, an Erfolg und Misserfolg denkt, sondern nur an eiserne, sich nicht schonende Pflichterfüllung, das Glück sich dann, auch bei an Mühen reicher Lebensführung, von selbst einstellt. Denn alles Haften an den Früchten des Werkes, und jetzt sind wir wieder bei dem Rat des Lebens, dem Rat der Wiedergeburten, alles Haften bewirkt neue Nichterkenntnisverstrickung, Bindung an die Scheinwelt und Wiederverkörperung. Zwei wunderbare Gedanken, ein Gedicht von Goethe, möchte ich Ihnen zum Abschluss dieses Vortrages noch vermitteln. Das erste, ein etwas längeres Gedicht mit einer Fülle von Weisheiten, die sich wirklich eignen für eine Kontemplation. Sein Gedicht Vermächtnis. Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig, denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchem sich das All geschmückt. Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden. Das alte Wahre, fass es an. Verdanke es, Erdensohn, dem Weisen, der ihr die Sonne zu umkreisen und dem Geschwister wies die Bahn. Sofort nun wende dich nach innen, das Zentrum findest du da drinnen, woran kein Edler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen, denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Den Sinnen hast du dann zu trauen, kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand dich wach erhält. Mit frischem Blick bemerke freudig und wandle sicher wie geschmeidig durch Auen reich begabter Welt. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut, dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige voraus lebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Und war es endlich dir gelungen und bist du vom Gefühl durchdrungen, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Du prüfst das allgemeine Walten, es wird nach seiner Weise schalten, geselle dich zur kleinsten Schar und wie von Alters her im Stillen ein Liebewerk nach eigenem Willen der Philosoph, der Dichter schuf, so wirst du schönste Gunst erzielen, denn edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf. Das zweite, am Ende des Faust-Dramas, zweiter Teil, wird der Tod und die Erlösung des Faust geschildert. Faust hat den Pakt mit Mephisto besiegelt durch das Wort, wer dich zum Augenblicken sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Ketten schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehen. Und am Ende als alter Mann hält Faust eine gewisse Lebensrückschau und sinniert, das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und in der Vorausschau dieser möglichen Freiheit sagt er zum Augenblicke dürftig sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehen. Für Mephisto scheint der ewige Tod Faust durch dieses Wort besiegelt.
Es scheint, er hat die größte aller Wette verloren. Doch hier wirkt gleichsam von oben die Schar der göttlichen Wesen ein und Faust, Seele wird gerettet. Wenn es heißt, gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Also auch das, was ich anfangs in die Gnade oder Gottes Segen nannte, kann in jedem von uns zur Wirkung und zum Einfluss, zu Impulsen führen, die ein ganz anderes Schicksal noch einmal hervorrufen können. Die allerletzten Worte in dem Faustdrama spricht der Chorus Mysticus, die bekannten Worte, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche, hier wird's Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist's getan, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Die geistige Welt zu begreifen, aus dem Vergänglichen heißt, alles Vergängliche ansehen als ein Gleichnis. Und jedes Geschehen auf der Erde kann den Menschen ein Gleichnis sein für das Geistige oder Göttliche. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Im Irdischen bleibt vieles unzulänglich. Aber im Geistigen, in der geistigen Welt ist es Ereignis oder Erreichnis. Dort ist es erreicht. Das Unbeschreibliche, für vieles finden wir hier in der irdischen Sprache keine Worte. Das Unbeschreibliche in der geistigen Welt ist es getan, wird es gleich Realität. Das Gedachte, das Gesprochene wird gleich Realität. Und das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also das ewig Weibliche, das Kosmische, das Vollkommene, das Einheitliche, das Ganzheitliche. Das Naturverbundene, wenn wir uns dem öffnen und hinwenden, dann hat es eine saugende Wirkung und zieht uns hinan. Von Buddha, Siddhartha Gautama, gibt es auch das schöne Zitat: Willst du wissen, wer du warst, so schau, wer du bist. Willst du wissen, wer du sein wirst, so schau, was du tust. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem wunderbaren Zitat in einer Einheit erfasst. Bis dahin zu diesem Thema Samsara, das Rad der Wiedergeburten, und ich freue mich auch gerne auf Kommentare dazu, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal verbleibe ich. Vielen Dank, auf Wiederschauen.